Herzlich willkommen, Anna Menger. Schön, dass du auch mitmachst bei meiner kleinen Interviewrunde zum Thema mental stark reiten. Danke, dass du mich eingeladen hast. Finde ich ganz klasse, ich habe mich mega darauf gefreut. Was war denn für dich bis jetzt der mental schwierigste Start, den du hattest? Ich denke ganz klar Aachen 2015. Als ich da das erste Mal Europameisterschaft geritten bin und ich in die Saisons einreiten musste. Weil die Saisons schon sehr speziell war, riesengroß, und ein Dressurturnier findet selten vor 20.000 Zuschauern statt. Und man musste ja zu diesem Viereck dahin reiten, über diese riesige Wiese in diesen Platz rein. Nur als ich dann da war, dann war das speziell. Da fand ich meinen Tunnel, fast eben, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, sonst fand ich da meinen Tunnel, aber es war trotzdem, die Vorbereitung darauf war für mich sehr schwierig und intensiv. Mhm. Ich habe auch noch auf dem Vorbereitungsplatz davor, also wenn man da hinten auf diesem Platz ganz alleine, da war Nervosität hoch 15 und die musste ich wegkriegen. Ich habe Gott sei Dank ein super Team rundherum, eine tolle Trainerin, die mir dabei geholfen hat, aber ich musste dann das schon selber managen, wenn du da reingehst. Und das habe ich ja zu, würde man sagen, 95% geschafft. Aber das war schwierig. Ja. Was bedeutet es denn für dich, mental stark zu reiten? Mental stark zu reiten bedeutet für mich, dass ich von Anfang bis Ende einer Prüfung mich in einem mentalen Tunnel befinde, wo ich total konzentriert und fokussiert auf mich, auf mein Reiten und auf mein Pferd bin, damit ich nur kein Umfeld mehr sehe, merke, was da außen los ist, sondern nur mit mir selber und meinem Pferd dabei, von Anfang bis Ende, was nicht immer ganz einfach ist. Das glaube ich. Ja. Wie bereitest du dich denn mental auf einen wichtigen Start vor? Das fängt schon ganz eigentlich am Abend vorher an, wo ich mich sehr, sehr gerne mit meinem Umfeld zu einem gemütlichen Nachtessen zusammensetze. Wir dann ein bisschen den Plan schmieden für morgens, wer wann was wo machen soll. Das ganze Timing. Und dann aber auch eben gemütlich zusammensitzen und dann in eine ruhige Nachtruhe finden, hoffentlich. Und am nächsten Tag tue ich dann mich 2 Stunden vor meinem Auftritt oder vor meiner Prüfung, ziehe ich mich total zurück in einen ruhigen Ort, wo ich mich dann entspanne. Das mache ich mit Musik. Ich habe ein ruhiges Musikstück, was ich sehr gerne höre, was mir Konzentration und Fokus gibt. Und da gehe ich meine ganze Prüfung durch, noch einmal die ganzen Handgriffe, wo, wie, was und Timing noch einmal durchgehen und habe auch mental den Platz vor mir, also wie ich da reinkomme und wo ich da rein muss, das ist alles dann hier drin. Und gehe dann in den Stall und da höre ich mir dann ein zweites Musikstück an, das mich in eine positive Spannung bringt, eine Anspannung, die mich nicht zu ruhig sein lässt, weil man braucht eine gewisse Anspannung, einen gewissen Lampenfieber brauche ich, damit ich da auch genügend parat bin, sonst verschlafe ich. Das will ich nicht. So probiere ich das, ja. Was machst du denn, wenn du mal was in der Prüfung verschläfst? Also wenn irgendwie in einer der ersten Lektionen schon irgendwas mal richtig schief geht. In der ersten Lektion habe ich es noch fast nicht geschafft, aber es ist schon so, wenn mal so ein Fehler passiert, dass man einen Moment, was nicht sein sollte, einen Moment in ein kleines Tief fällt. Vor allen Dingen, ich komme jetzt nochmal auf Aachen, da macht dann ein ganzes Stadion und irgendwie hat man dann diesen Ton mit dabei und den muss man dann schon ganz schnell wegtun und es muss einfach weitergehen. Also das Beste ist dann, der Moment ist schwierig und dann versuchen daraus das Beste zu machen, dann aber Ende und weiter nach vorne, also den Tunnel sofort wieder finden und nicht darüber nachzudenken. Ist natürlich auch jetzt, das hat auch mit mentaler Vorbereitung zu tun. Du musst diesen Tunnel und die Konzentration, den Fokus, der muss sowas von zuvorderst sein. Du darfst gar nichts mehr dann reinlassen, an dich ran. Die meisten Fehler passieren ja dann, wenn man einmal schnell einen Gedanken hat und sagt, ach, bin ich ja da schon fertig oder ach, das darf gar nicht passieren. Dann hüpft meistens ein Fehler deutlich. Welchen Tipp hast du denn vielleicht sonst noch, den du anderen Reitern mitgeben möchtest für ihre Dressur? Ja, ein Tipp ist schwierig, weil jeder Mensch ist sehr verschieden und muss erst erkennen,
was an ihm oder für ihn schwierig ist, mental wegzustecken. Und da denke ich, muss jeder sich erkennen, bin ich eine Schlafmütze, bin ich zu hibbelig, und dafür ein Mittel finden. Eben, ich mache das jetzt mit Musik, mich in die richtige Anspannung zu bringen, das hilft mir sehr. Plus eben einfach diese, dass man wirklich ein Umfeld hat, was einem lieb ist. Und man muss auch mal dann, in dem Moment, wenn jemand kommt und irgendetwas sagt, und man sagt, ach, der sollte jetzt da eigentlich nicht sein, dann sag es. Lass es raus, er soll weg. Weil es stört. Und ich glaube, da ja, sind vielleicht viele dann zu nett und denken, ja, das auch noch. Aber wenn man richtig fokussiert sein will, dann muss man für sich selber erkennen, was brauche ich dann? Brauche ich ganz viel Ruhe? Brauche ich? Es gibt auch Leute, die möchten Ablenkung haben. Das muss man für sich selber erkennen. Dazu braucht es wahrscheinlich auch mal dich oder andere Mentaltrainer, und viele können es vielleicht auch selber machen. Super, vielen Dank. Gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne. Danke.